Okay, Iona Avenue. Von außen ganz okay. Hier haben wir am Dach einige Sachen, aber das sieht nicht so dramatisch aus. Der nächste Makler wartet schon. Ja, Küche. Sieht okay aus. Der Herd ist in gutem Zustand. Geschirrspüler auch. Fußbodenteil. Hier geht's in ein Schlafzimmer rein. Links haben wir schon ein neues Fenster, rechts sind noch diese alten. Hier ist auch noch ein altes und ein neues. Wie gesagt, Wände, alles in Ordnung. Gucken, ich weiß nicht, ob hier Licht ist. Ne, Licht ist nicht mehr. Badezimmer. Noch die alten Griffe, aber sonst sieht hier alles in Ordnung aus. Hier eine Tür, ein kleiner Schaden, aber nicht weiter dramatisch. Nochmal schön die zweite Kammer. Wohnbereich, auch hier gefliest. Wände ein bisschen dunkler, aber auf jeden Fall auch hier sieht es noch alles gut aus, ohne dass man was machen muss. Hier haben wir noch komplett die alten Fenster drin. Und hier geht es dann zur Terrasse raus. Hier ist nochmal ein kleines Schlafzimmer. Da scheinen wir den Schrank gerade abgeteilt zu haben. Hier haben wir wieder ein neues Fenster. Hier haben wir ein bisschen Schäden in der Decke drin. Müssen wir gucken von draußen, ob wir sehen können, in welchem Zustand das Dach ist. Aber sonst muss ich sagen, alles tipptopp. Also hier ist der andere Eingangsbereich nochmal, wo es auch rausgeht zum Auto. Ja, also es ist kein großes Haus, aber alles, muss ich sagen, echt in Ordnung. Ich gehe nochmal draußen jetzt rum. Und dann, okay, I'm done inside. Thank you so much. You're welcome. Appreciate it. Bye-bye. Bye. Und hier ist nochmal eine kleine Terrasse am Eingangsbereich. I have the key. I have the key. You get him right away. Hier ist der Backyard. Und hier auch von hinten alles in Ordnung. Gucken wir auch aufs Dach. Ja, das sieht so aus, als wenn sie das Dach auch neu gemacht haben. Jedenfalls das Hauptdach, bis auf hier der Bereich über der Terrasse. Aber über das gesamte Haus ist endlich alles gemacht. Ja, also wie gesagt, drei neuere Fenster. Hier sind noch die alten Jalousiefenster. Klimaanlage sieht auch nicht gerade vom Feinsten aus. Also ich schätze mal, da wird was gemacht werden müssen. Gucken hier, Elektrikpanel. Das ist bloß der Hauptschalter. Da muss ich doch noch mal reingucken, ob das Ding drin irgendwo hängt. Eigentlich ist das ja bei den alten Häusern immer draußen, aber hier war nichts weiter zu sehen. Da ist am Dach, wie ich sehe, auch noch mal so ein bisschen gefuscht worden. Aber sonst, wenn du auch hier guckst, die Soffit, da fehlt ein bisschen was. Aber sonst, auch hier hinten ist auch noch mal ein kleiner Schaden. Aber das ist alles nicht dramatisch. Sauber gemacht werden und dann ist man durch. Ja, hier nochmal, also Dach ist okay. Ja, ich gucke nochmal das Electric Panel, ob ich das irgendwo finde. Okay, bis dann. Tschüss.